Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Gössinghoff, Dr. Heidi Gössinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Mit dieser Videoreihe möchte ich dir helfen, schneller schwanger zu werden. Heute habe ich einen Interviewgast, die Birte Krenzky, die ihr schon kennt vom Kanal. Und mit Birte haben wir überlegt, was können wir euch denn mal Gutes tun im Homeoffice? Birtes Kernkompetenz ist Ernährung und Ernährung ist für den Kinderwunsch ganz, ganz wichtig. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir machen heute mal ein Video zum Thema Homeoffice und wie ernähre ich mich ja gesund, so dass ich auch nicht zunehme im Homeoffice, ist ja auch sicher nochmal ein Thema, und dass es auch für den Kinderwunsch zuträglich ist. Viel Spaß mit dem Interview und alles Liebe! Hallo liebe Birte, schön, dass du wieder mal dabei bist. Birte hatte ich ja schon mal auf dem Kanal und das ist ein Video, das richtig gut angekommen ist bei euch. Und wir sind heute ganz aktuell, weil Birte ist Ernährungsberaterin und heute ist ja beschlossen worden, dass der Lockdown weiterläuft und ein Ende ist ja noch nicht so richtig in Sicht. Das heißt, viele von euch bleiben weiter im Homeoffice und da hatte ich Birte gebeten, als Ernährungsberaterin vielleicht auch mal ein paar gute Tipps zu geben, wie man im Homeoffice sich gesund und abwechslungsreich ernähren kann, dass es dann eben auch dem Kinderwunsch gut tut. Hallo Birte, grüß dich. Hey, schön, dass wir mal wieder zusammenkommen. Birte, magst du dich gerade noch mal vorstellen? Ja, ganz gerne. Genau, ich bin Ernährungsberaterin in eigener Praxis in Duisburg schon seit über 25 Jahren mittlerweile und berate und betreue Menschen bei der Umstellung ihrer Ernährung, entweder wenn es um Abnehmen, Zunehmen geht, aber auch im Krankheitsfall. Ne? Also ob das Metabolsch-Syndrom ist, starkes Übergewicht, aber auch Magen-Darm-Erkrankungen, entzündliche Erkrankungen, Krebserkrankungen und so weiter. Ganz genau. Genau, und Homeoffice ist ein Riesenthema. Viele meiner Patienten und Klienten sind seit Monaten im Homeoffice und jetzt geht es immer weiter. Ne? Es ist gar kein Ende abzusehen. Genau. Ist der dann manchmal auch, also in der Praxis muss ich dann, wenn ich an die Süßigkeiten-Schublade möchte, an meinen Mitarbeiterinnen vorbei und manche grinsen dann schon mal, dann verkneift man sich das gelegentlich. Soziale Kontrolle nennt man das. Und das ist im Homeoffice ja nicht. Ne? Im Homeoffice hast du gar keine soziale Kontrolle. Der Kühlschrank ist ne? Die Süßigkeiten von Weihnachten sind auch noch da. Ja. Und das macht das Ganze natürlich schwerer, weil man dann eben auch schneller mal unbedarft irgendwo reingreifen kann. Diese Kontrolle ist nicht zu unterschätzen, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Bewegung fehlt. Ne? Ja. Ja, selbst wenn es nur zum Büro hin und zurück ist, trotzdem die Schritte, wenn man Schrittzähler hat, merkt man, dass die Schrittzahl immer kleiner wird. Und das ist natürlich auch etwas, was natürlich das Gewicht beeinflusst, aber auch die Verdauung beeinflusst, wenn man wenig Bewegung hat. Ne? Und das ist immer gut. Deswegen ist es immer gut, neben der Ernährung auch immer noch mal ein bisschen Bewegung mit reinzubringen. Einmal um den Block gehen und zusätzlich. Gib uns doch einfach mal so ein paar Tipps, wie wir die Ernährung ohne Sozialkontrolle gesund hinbekommen, dass wir dann nach dem Homeoffice nicht zwei Kleidergrößen größer brauchen. Genau. Also jetzt ist ja neues Jahr, neues Spiel, neues Glück. Dann kann man ja auch mal anfangen zu sagen, ich mache es jetzt vielleicht. Also viele sind ja auch gut durch diese Homeoffice-Zeit durchgekommen, haben auch ihre Erfahrungen gesammelt. Eine Freundin von mir, da sind alle drei im Homeoffice, der Mann, der erwachsene Sohn und sie. Und die haben wirklich sowas wie, mittags treffen sich alle in der Küche. Ich sage, naja, wenn ich jeder ein Essensmärkchen abgeben muss, das ist ja fast wie Kantine. Aber jetzt ist es vielleicht an der Zeit, dass man sagt, Mensch, ich gucke mal meine ganzen Vorräte durch. Was habe ich eigentlich noch? Was kann raus? Was stört mich eher? So Süßigkeiten, Bunker oder auch große Fallen an Lebensmitteln, wo man sagt, das essen wir gerne, aber es ist ungesund, das kann man mal entweder in die hinterste Ecke räumen oder auch mal wegtun. Wegtun ist immer nicht schön. Aber auch aufstocken zu sagen, was brauche ich für eine gesunde Ernährung? Ich brauche immer einen hohen Ballaststoffanteil und Gemüseanteil. Wie kann ich das denn gut bevorraten? Also auch Vorräte aufstocken, Listen machen, einkaufen gehen, Tiefkühl. Ich bin ein Fan von Tiefkühlgerichten, weil es schnell geht. Gerade, also wenn es um das normale Gemüse geht, das ist erntefrisch blanchiert, eingefroren, das ist sehr gut verträglich, das ist schnell in der Zubereitung. Damit kann man auch immer mit frischem Gemüse aufpeppen. Dass man sagt, ich hab eine Tiefkühlvariante und habe immer noch ein paar frische Sachen und peppt das ganze Gericht dann auf. Und damit kann man auch teilweise Fertiggerichte aus dem Tiefkühlbereich nochmal upgraden,
verbessern und optimieren, indem man sagt, ich packe einfach nochmal ein, zwei große Tassen oder Schüsseln Tiefkühlgemüse dazu und damit habe ich eine andere Energiedichte. Ich kriege weniger Energie, weniger Kalorien da rein und viel mehr Vitalstoffe, viel mehr sekundäre Pflanzenstoffe. Und so geht es dann auch schnell und trotzdem gesund. Aber ich bin eben auch ein Fan von, dass man sich einfach mal einen Plan macht, weil es gibt ja Menschen, die können nicht mal eben so aus dem Handgelenk eine gesunde Mahlzeit machen, aber dann wäre es nicht schlecht, mal einen Wochenplan aufzustellen. Lass mich mal ganz kurz strukturieren. Also zum einen zum neuen Jahr vielleicht mal alles ausräumen. Mal ein Set machen, genau. Was so nicht so gesund ist. Zum zweiten aufstocken mit Dingen, die so als Notnagel vielleicht auch nochmal gehen. Tiefkühlgemüse, für mich zählt da auch Tiefkühlfleisch zu, ja, Fleisch mag. Das sind Fertiggerichte, die sind meist unverarbeitet. Also da, ja, glaube ich, ist wenig falsch zu machen. Da kann man, da sind keine Geschmacksverstärker, nichts drin, genau. Und das Dritte, da darfst du jetzt gerne nochmal ausholen, weil das ist für mich auch immer ein ganz, ganz großer Punkt. Im Moment kriege ich es auch schlecht hin, aber das ist so ein Punkt, wo ich denke, der ist ganz wichtig, planen. Ja, wenn du da nochmal reingehst, das fände ich klasse. Ja, also ich arbeite dann auch ganz gerne mit Listen. Ich habe mir das jetzt alles auch für die kommenden Coachings nochmal so zurechtgelegt, weil viel Beratung jetzt ja auch online stattfindet, dass man vielleicht Einkaufslisten macht und sich genau überlegt, welche Gemüsequelle habe ich, welche Obstquelle habe ich, was für Dosen oder auch Tiefkühlgerichte, ne? Dass man schon eine vorgefertigte Liste hat, wo man dann nur noch reinschreibt oder ankreuzt. Man hat ja auch seine Favoriten, die immer wiederkehrend sind. Und dann auch vielleicht mal einen Wochenplan zumindest für die Arbeitswoche macht und sich überlegt, welche Mahlzeit plane ich hier eigentlich? Muss ich wirklich jetzt hier Frühstück und Abendessen oder nur die Hauptmahlzeit mittags? Soll die kalt oder warm sein? Es gibt ja Menschen, die generell mittags immer nur einen Snack hatten und abends mit der Familie warm gegessen haben und sagen, mittags habe ich immer nur ein Sandwich mitgenommen und jetzt ich habe es in der Kantine gekauft, jetzt muss ich es mir selber machen. Und bei der kalten Mahlzeit, da würde man immer empfehlen, auch zu sagen, naja, mach nicht nur ein Brot, sondern stapel da ganz viel Gemüse dazwischen und hab eine gute Eiweißbeilage, damit du eine gute Sättigung hast. Aber wir sind ja in unserer Ernährung immer sehr Kohlenhydrat fokussiert, ja, ne? Was es immer so beim Bäcker und überall gibt, Nudeln, Reis, Brot, Brötchen, Baguette, Teilchen, Kuchen. Und dass wir da so ein bisschen runterkommen und mehr Gemüse, mehr Ballaststoffe reinbringen und mehr Eiweiß, also mehr Käse oder auch mal Lachs, also Fisch. Ne? Fisch kann man auch gut tiefgekühlt übrigens nehmen, das ist eine tolle Qualität. Sodass man dann immer auch in Bausteinen so denkt, ne? Was brauche ich? Ich brauche eine Kohlenhydratquelle vielleicht, aber auf jeden Fall eine Gemüsequelle, eine Eiweißquelle. Ne? Wenn ich jetzt Vegetarier, dann brauche ich eben nicht viel Fleisch, aber viele Hülsenfrüchte, Eier und Käse und Quark und solche Sachen, solche Produkte. Ansonsten kommt natürlich auch Fisch und Fleisch und Aufschnitt in Frage. Oder plane ich eine Mittagsmahlzeit, weil ich mittags warm esse und abends kalt esse. Das kommt ja auch mal drauf an, wie ist das mit der Familie? Ne? Sind die Kinder zu Hause? Muss ich jetzt unter Schullockdown ja vielleicht auch für die mitkochen und dann zu überlegen, was essen die Kinder? Das muss ja alles zusammenpassen. Und was kann ich davon gut nutzen? Also vielleicht brauche ich nicht so viel Kohlenhydrate, vielleicht brauche ich nicht so eine große Portion, weil ich danach müde bin und nicht mehr gut arbeiten kann. Das ist dann ja nach so fettreichen und kohlenhydratreichen Mahlzeiten, ich nenne das gerne Suppenkoma, dass man danach so müde wird. Ja. Wenn ich aber dann noch ein Meeting habe und agieren muss, dann kann ich mir das ja gar nicht leisten. Das heißt, ich brauche dann eher was wie Fisch oder Fleisch mit Gemüse und die Kinder kriegen die Nudeln. Also dann, dass man die Kohlenhydratbeilagen extra kocht und dann sich wahlweise nehmen kann. Mhm. Dass die Kinder, die gerne Nudeln essen, die können mehr nehmen und ich halt weniger. Oder koche ich nur für mich alleine und es muss auch schnell gehen, weil man in der Pause ja das dann kochen und essen muss. Was man vielleicht in der Kantine ja nur mit dem Weg zur Kantine und dann essen konnte. Ne? Da muss man unter Umständen auch vorbereiten, vielleicht mal vorkochen, möglicherweise. Hast du da so ein paar Beispiele, was schnell geht, was man schnell so auf dem Herd zaubern kann, so in 10 Minuten, eine halbe Stunde? Ja, also wie gesagt, diese Tiefkühlsachen finde ich immer toll. Also das sind so Gemüsepfannen, wo man auch frisches Gemüse, das hätte man jetzt entweder vorbereiten müssen oder man hat es tiefgefroren mit ein bisschen Fisch oder Hähnchen, wie so eine Wokpfanne. Dann kann man immer wahlweise würzen, so ein paar Rezepte, wo man so Crossover immer die Zutaten tauschen kann, aber es passt eigentlich immer. Und dann vielleicht ein bisschen Sojasauce, Creme fraiche drüber, dann hat man eigentlich schon so ein fertiges Gericht. Wenn es um Reis und Nudeln geht, muss man ja nicht weglassen. Die kann man natürlich vorkochen einfrieren, weil das dauert ja manchmal doch ein bisschen länger. Und dann eigentlich über kochendem Wasser einmal kurz praktisch aufwärmen,
Mikrowelle geht natürlich auch. Es gibt ja auch Mikrowellengegner, die könnten das dann so machen, über so ein Wasserbad machen. Was auch ganz schön ist, es gibt so Mini-Geräte, diese Reiskocher zum Beispiel oder auch Dampfgarer. Da kann man alles reinpacken, programmieren und wenn ich Mittagspause habe, ist das fertig. Und das ist auch eine ganz schöne Garmethode, ne? Dass man sagt, ich habe Reis drin, Gemüse drin, ein bisschen Fisch und dann wird das mit Dampfgarer gegart und dann ist es fertig, wenn ich Pause habe. Ne? Praktisch. In so einer kleinen Zwischenpause, wo man mal einen Kaffee kocht, sagt man, okay, ich schalte das Teil ein und dann ist es gleich fertig. Oder diese Reiskocher, da kann man eben nicht nur Reis drin kochen, sondern auch obendrauf Gemüse oder ein bisschen Geflügel legen oder so. Ne? Das ist eine gute Idee, das wusste ich jetzt auch nicht. Das ist so ein bisschen das, was jetzt alle mit dem Thermomix sonst auch machen, ne? Wo die sagen, ja, da ist alles in einem und das, wer so ein Gerät hat und das gerne möchte, kann das ja auch programmieren, aber nicht jeder hat so ein Gerät oder möchte so ein Gerät haben, dann gehen diese ganz kleinen Dampfgarer und gibt es auch für Minis, ne, für eine Portion. So habe ich schon mal bei WMF so kleine Geräte gesehen, das ist praktisch, ne? Dann hat man für sich selbst diese eine Portion und dann kocht man vielleicht abends nochmal mit der Familie oder so. Oder ja, aber man kocht abends ein normales Gericht und sagt, und ich habe etwas für den nächsten Tag Mittag, das lege ich mir zur Seite. Ne? Wobei ich da den Tipp gelesen habe, mal in dem Buch, das vorher rauszulegen, weil sonst wird es dann auch noch mit aufgegessen. Oder man denkt, ach, ja, einen kleinen Kram, den kann ich jetzt auch noch mit. Wenn es lecker ist, ist es weg, ne? Genau, ja. Was ich halt auch gut fand, war die Idee, die Sättigungsbeilagen, sprich Kartoffeln, Reis und extra zu kochen. Weil ich habe ganz viele Klientinnen und Patientinnen, die sagen, also wenn ich meinem Mann mit Gemüse und Fleisch komme, ohne dass da was an Kohlenhydraten bei ist, das funktioniert nicht. Ja. Dann kriegt der halt einfach eine extra Portion und ja, die Frauen brauchen ja oft weniger Kalorien, wenn sie eine andere Muskelmasse haben. Wir essen dann halt weniger von diesen Sättigungsbeilagen, ja, oder gar nicht. Und da, finde ich, kann man auch noch viel, gerade wenn du sagst einfrieren, kann man ja auch noch viel auf Vollkorn gehen. Vollkornreis, Vollkornnudeln. Ja, das macht besser satt, hat einen niedrigen glykämischen Index, das heißt, der Zucker steigt nicht so stark an nach Vollkornnudeln, Vollkornreis und dann hat man nicht diese Blutzuckerspitzen und dann eben auch nicht so schnell wieder diesen Hunger, den die Kohlenhydrate ja oft machen. Unter Homeoffice-Bedingungen hat man weniger Bewegung, man kommt schneller ins Übergewicht, ne? Und man hat weniger Bewegung, man braucht viel mehr Ballaststoffe für die Verdauung dann auch nochmal, ne? Weil dass dieses viele Sitzen dann ja auch dazu führt, dass viele dann nochmal so Probleme kriegen. Ne? Man sitzt dann ja viel und eigentlich ist es gut, dann auch mal rauszugehen, sich zu bewegen, die Atmung hier gut zu machen, damit auch die ganzen Verdauungsprozesse gut ablaufen können. Ne? Wo du gerade sagtest, Ballaststoffe, da ist sicher auch ein Punkt, dass man genügend trinkt, ne? Weil diese Ballaststoffe ja im Darm aufquellen. Und wenn dann zu wenig Flüssigkeit ist, dann quellen die und liegen die im Darm und werden nicht weiter transportiert. Also auch da vielleicht dann wirklich sich dann 1-2 Flaschen rausstellen und abends müssen die leer sein oder 1-2 Kannen Tee. Ja. Mal das, wenn es kalorienarme oder kalorienfreie Getränke sind, ja auch nochmal so ein bisschen diesem Hungergefühl vorbeugt, ne? Bei manchen ja. Bei mir hat es leider nie so richtig funktioniert, diesen Tipp, ne? Wenn du Hunger hast, trink ein Glas Wasser. Dann brauchst du nicht so viel zu essen, das war bei mir nie so, aber bei manchen funktioniert es tatsächlich. Aber viel zu trinken oder genug zu trinken, ausreichend, viel ist ja auch immer so eine Sache. Nicht jeder braucht 2-3 Liter, aber heißt ja auch, ich bin wesentlich fitter und aktiver. Und wir sind ja jetzt so, dass wir praktisch dann viel vom Rechner sitzen und auch, ne, von den Augen immer nur diesen kleinen Abstand haben. Wenn man im Büro ist, dann guckt man links und rechts, steht mal auf, geht zur Kollegin. Das fehlt ja alles. Ne? Und das heißt, man braucht auch wirklich einfach mehr Flüssigkeit, um fit zu bleiben, ne? um vom Kopf her klar zu bleiben. Das merken viele, ne? Dass dann ja auch die sozialen Kontakte fehlen. Und da kommt so ganz, ganz viel zusammen, was dann auch das Essverhalten beeinflusst. Von daher ist da, man muss es schon gut planen und gucken, welche Familienangehörige essen mit, wen muss ich mit berücksichtigen. Das ist sicher einfacher, wenn man nur für sich sorgen muss. Wenn Familie noch dazu kommt, ne, dann hat man ja immer noch mal ganz viele Mitesser, die auch mitbestimmen wollen. Ne? Ja. Aber es gibt viele tolle Meal Prep. Wir sind gerade gestört worden, wir mussten jetzt gerade rausschneiden. Aber wir machen das jetzt mal in einer ganz straffen Zusammenfassung nochmal, damit ihr es gut umsetzen könnt. Vielleicht bringst du die Punkte nochmal hintereinander auf den Punkt. Gerne. Dann haben wir eine super Zusammenfassung und dann haben wir auch ein ganz knackig
konzentriertes Video. Ganz genau. Also einmal vielleicht einmal durch die Vorratskammer und durch die Küche gehen. Was ist noch da? Eine Bestandsaufnahme machen, eine Einkaufsliste. Also was muss ich aufpeppen? Was muss ich dazu kaufen, damit ich auch spontan schnell kochen kann? Kann ich spontan was Gutes machen, wenn die Sachen nicht da sind? Und immer dran denken, Gemüse, Ballaststoffe, Eiweißquelle. Kohlenhydrate hat man meistens sowieso Nudeln. Ne? Mhm. Einen Plan vielleicht aufstellen für die Woche. Wer muss mitessen? Welches Lieblingsessen der Familie muss mit rein, welches nicht? Natürlich auch, welche Mahlzeit muss ich überhaupt vorbereiten? Kalt- oder Warmmahlzeit? Mhm. Vielleicht vorkochen, einfrieren. Immer dran denken, dass man auch im Kühlschrank bestimmte Zonen einhält. Ne? Nicht Reis auf dem Topf stehen lässt. Das ist nicht gut. Ne? Das muss alles gut gekühlt werden. Vielleicht auch mal über den Einsatz verschiedener Haushaltsgeräte nachdenken, die man noch hat, aber nicht benutzt hat. Oder auch zusätzlich vielleicht anschaffen. Vielleicht auch eine Regel schaffen, wie oft bestelle ich Fastfood? Ist das vielleicht einmal in der Woche drin oder nicht? Das ist natürlich auch. Ja. Also da haben wir schon eine ganze Menge Anregungen. Vor allen Dingen soll es eben auch pflanzenbasiert, es darf auch Fleisch dabei sein, aber pflanzenbasiert durch die Ballaststoffe und halt weniger Kohlenhydrate. Das ist so das ganz Wichtige. Und die Getränke und das Vorplanen. Das ist auch das, was ich immer probiere im Moment. Das schaffe ich im Moment nicht so. Aber ich merke, in den Zeiten, wo ich das so mache, ist das deutlich entspannter. Und es wird auch nicht so viel weggeschmissen. Das muss man halt auch das sagen. Das ist auch genau im Sinne der Nachhaltigkeit. Ne? Dass man einfach sagt, ich koche heute Kartoffeln, weil ich irgendwas mit Kartoffeln mache. Kartoffeln mit Quark und Gemüse. So, da bleiben welche über. Mensch, die kann ich doch schnell nochmal mit ein bisschen gutem Fett in der Pfanne braten. Große Gemüsegeschichte dazu. Vielleicht noch ein Stück Lachs dazu, dass man das alles so ein bisschen verwertet. Und da gibt es tolle Bücher und Anregungen zu. Das mache ich mit den Patienten, die sich von mir coachen lassen, auch, dass wir überlegen, was esst ihr in der Familie gern? Wie kann man das alles mit reinbringen natürlich? Ne? Soll ja integriert werden. Ne? Und dann, wenn man es eben nicht so mit links und 40 Fieber, wie ich immer sage, einfach so aus der Hand schütteln kann. Es gibt so Menschen, die können das. Dann muss man planen. Dann muss man Struktur reinbringen. Ne? Also ich bin so jemand, ich brauche eine Struktur. Ja. Aber ich finde, da hast du schon eine ganze, ganze Menge gute Tipps rausgehauen. Und wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Ich mache zum 15. Januar hin einen Kurs, eine 8-Wochen-Begleitung, wo ich dich begleite, wenn du schwanger werden möchtest, wie du das am besten vorbereiten kannst. Und da ist die Birte auch mit dabei, weil Ernährung ist ein Thema, was ich gerne mache. Aber Birte hat da nochmal Expertise und deshalb würde ich die Birte gerne mit reinnehmen. Die wird auch bei einem Webinar dabei sein, was wir dann zusammen machen. Da wird sie dann auch nochmal ihre wertvollen Tipps weitergeben und auch andere wertvolle Tipps weitergeben. Also wenn dich das interessiert, wenn du Birte nochmal sehen möchtest, sie ist in meinem Kurs mit dabei ab dem 15. Januar und wir verlinken deine Daten, Birte. Mhm. Und dann kann dich auch jeder anschreiben, wenn er sagt, na, auf den Kurs will ich jetzt nicht warten, ich möchte jetzt sofort mit der Birte zusammenarbeiten. Kein Thema. Ich das denke, geht ja online heute bundesweit, das ist ja kein Problem. Ne? Genau. Birte, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview und ich freue mich schon auf den Kurs. Ja, und euch. Und euch wünsche ich, dass ihr ganz schnell euer Wunschkind im Arm haltet. Alles Liebe an dich, liebe Birte, und danke. Alles Liebe an euch, eure Heidi.